Als Napoleon mit dem Herzog von Modena unterhandelte, kam der weite Armeesieg verschiedener Regierungskommissar Salutati, mit dem Erwischer nicht besonders Freunde gewesen war, so ihm in sein Kabinett der Kommandeur lässt. Einer Bruder des Herzogs, sagte er, ist gekommen und bringt 4 Millionen in Gold, in 4 Kaften mit. Er bittet sie im Namen seines Bruders, sie anzunehmen, und ich gebe ihnen den Rat, es so tun. Ich bin ein Landsmann von ihnen und kenne die Verhältnisse ihrer Familie. Weder das Direktorium noch das gesetzgebende Korps werden jemals ihre Dienste anerkennen. Nehmen Sie, was Ihnen mit vollem Recht gehört, und ohne dass man weiter darüber spricht. Die Kontribution des Herzogs wird um so viel vermindert und er sehr froh sein, sicher einen Verschuber erworben zu haben. Ich danke Ihnen, erwiderte Napoleon kalt. Ich habe nicht Lust, mich für diese Summe von dem Herzog von Modena abhängig zu machen. Ich will frei bleiben. Ein Administrativ, der nämlich Armee, er sagte sehr oft, dass er selbst gesehen habe, wie Napoleon gleichermaßen einer Summe von 7 Millionen in Gold, womit die Regierung von Venedig ihren Untergang beschwören wollte, angeboten erhalten und von sicher gewesen hätte. Der Kaiser sagte damals so unser über das Staunen des Finanzmannes, dann dieses Entschlagen etwas übermensch Liegt und schwerer und größer als der Gewinner von Schlachten zu sein schien. Er sprach mit einem gewissen Wohlgefallen über die besonderen Umstände bei diesen Reisen seiner Uneigennützigkeit, fügte aber hinzu, dass er dessen unerreichte Unrecht gehabt habe, so unvorsichtig zu sein, da er doch Mittel bedürft hatte, um entweder als eine Parteichef die Mäuschen zu bearbeiten oder als ein großer Privatmann unter der Menge zu leben. Denn bei seiner Heimkehr habe man ihn, wenn er im Eden schmackten lassen, und er hat so nach Vorfahren in der größten Armut leben können, waren der Liste seiner Generale und seiner Administration wie Amten ein großes Vermögen mitgebracht habe, aber von der anderen Seite für Erfurt, was würde meine Administrator getan haben, hatte er mir das Geld annehmen sehen. Meine Weigerung hat ihn in Schränken gehalten, wie ich als Konsul an die Spitze der Geschäfte trat, konnte einzig und allein meine Uneigennützigkeit und die Rost, das Strenge, das frühere Benehmen der Administration, Behörden, anderen und den schrecklichen Schauspiel, der unter dem Direktorium eingegriffen, Verwendung ein Ende machen. Ich habe viel Nutze gehabt, die Reigung herzu bei den ersten Staatsbeamten so besiegen, die man nachher an meiner Seite rechtlich und vorwurfsfrei gesehen hatte. Ich habe ihnen oft durch den Sinn fahren müssen, auf in den Konzert erklärt, dass wenn ich meinen eigenen Bruder bei einem Vergehen betreffe, ich nicht anstehen würde, ihn fortzuschicken.
ni hatte jemand auf Erden über größere Reichtümer schalten können und gleichwohl sich so wenig angegnet. Napoleon hatte, wie er sagte, gegen 400 Millionen wahres Geld in den Gewölben der Tuilerien gehabt, seine außerordentlichen Domänen beließen sich auf 700 Millionen. Er versicherte mehr als 500 Millionen Dotationen an die Armee verteilt zu haben. Und was doch gewiss merkwürdig ist, er, der so große Schätze verbreitet hatte, hatte nie ein besonderes Eigentum. Er hatte Sachen von unschätzbaren Werte in dem Museum auf und besaß selbst nie ein Bild, nie irgendeine Seltenheit bei der Rückkehr aus Italien und im Begriff nach Ägypten. Also gehen, kaufte er Marmison, wo so er fast seines ganzen Vermögen verwendete. Er ließ es auf den Namen seiner Gemahlin schreiben, welche alte war, als er und würde auch so, wenn er sie überlebte, hatte gar nichts mehr gehabt zu haben, da er so nach wie er selbst aussehte, nie Geschmack daran gefunden, nie den Futschnack Eigentum gehabt hatte, so hatte er auch nie eins besessen, nie daran gedacht, eines haben zu wollen. Ob ich vielleicht jetzt noch einiges Vermögen besitze, für Erfurt kommt ganz allein darauf an, wie man sich des Fall seit meiner Arbeitsweise benommen hat. Auf jeden Fall hing es an einem Haar, dass ich auch nicht das Geringste hatte. Jeder hat hierüber seine eigenen Begriffe. Ich sah mehr Geschmack am Stiften als am Besitzen. Mein Besitztum sah ich in der Ehre, in Berühmtsein der Symphon für die Wolke. Der Louvre für Fremde galten mir mehr als mein Eigentum, als Privatdomänen. Ich kaufte Krondiamanten, stellte des Reichs überhaupt des Verlass wieder her, fühlte sie mit Mobilien. An und erschrak oft, wenn ich sah, dass Josephinens Apfel waren in ihren Treibhausen und in ihrer Gallery, meinen Jardin des Plantes und meinen Museum du Paris offenbaren Schaden brachten.